Tag auch, seid schön gegrüßt. Ich, beziehungsweise wir eher gesagt, fahren jetzt gerade mal in die Niederlande und hoffen, dass es gut. Ach guck mal, das ist der Typ, nicht Film bitte. Das ist der Typ, dem hier Food Brothers gehört. Oder zumindest mal gehört, der lief hier gerade lang. Was denn Food Brothers? Ein Burgerladen. Das ist einer der bekanntesten Burgerläden in Dortmund. Boah, ist das warm. Ja, das kommt, weil du die Heizung wieder auf volle Ort hast. Ja, und es ist kalt, theoretisch. Was? Ja, was war's? Ist doch so. Du hast eben gesagt, es wäre heiß. Ach so, ich meine draußen. Nee, übrigens muss ich mich entschuldigen für meine zotteligen Haare. Die lagen einfach mal gut, aber von der Luftfeuchtigkeit draußen sind die dann so zottelig geworden. Ich weiß, das sieht scheiße aus. Ja, hallo? Das sind graue Haare. Hör mal auf. Und wir fahren jetzt jedenfalls in die Niederlande und hoffen, dass es dort Ben & Jerry's Eissorten gibt, die es hier bei uns nicht gibt. Und zwar das Fairway to Heaven und das Bake It Alaska. Bake It Alaska, das hatte ich zwar mal vor zig Jahren, als es das in Deutschland gab, aber das möchte ich trotzdem mal wieder haben. Gibt es ja hier bei uns nicht. Hatte ich zwar neulich in Berlin, als ich da war, in der Ben & Jerry's Eisdiele. Ja, aber ich möchte es jetzt gern halt nochmal wieder haben. Und das Fairway to Heaven ist ja quasi neu, nur bei uns in Deutschland nicht rausgekommen. Und das wäre echt geil, wenn ich das finde. Wir wollen mal so ein bisschen gucken. Morgen ist zwar auch ISM, aber trotzdem mal so ein bisschen nach Sweets in Holland gucken, könnte ja gar nicht so schlecht sein. Und wir fahren jetzt mal los und ich melde mich zwischendurch mal wieder. So, hier ist Albert Heijn und wir gehen jetzt hier mal schön shoppen. Geil, billig Plastik-Einkaufswagen. Ich denke mal, dass wir das finden, was wir hier suchen. Entschuldigt nach wie vor mein Zottel aussehen. Genau hier fürs Eis und so. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Das Wichtigste bei Albert Heijn ist natürlich der Kaffee. Und das auch nur, damit man ihn in den Becher, in den Kaffeebecherhalter reinholen kann. Ich habe schon sehr geile Sachen gesehen. Ich stehe ja gerne auf so Reiswaffeln. Hier haben sie XXL-Reiswaffeln, die so fingerdick sind. Und Snack Jacks. Hier mit Paprika-Barbecue-Geschmack, mit Cookie-Geschmack, Chocolate-Chip-Flavor und mit Cheese-Geschmack. Kostet zwar 1,80 und ich weiß noch nicht, ob ich sie alle drei nehme, aber erstmal einladen. Und hier irgendwie so ein veganes Gyros, das sah ganz lecker aus, habe ich auch einfach mal eingestellt. Oh Gott, ich wollte eigentlich nur Eis kaufen. Ich habe schon 10 Euro im Korb und ich bin 5 Meter gegangen. Scheiße. Guckt euch mal bitte dieses göttliche Ding von einem Rosinenstuten an. Das ist ein Rosinenstuten. Hier wird nicht an Rosinen gespart. Gibt es irgendwie auch in kleineren Packen natürlich. Die sind so weich und soft und oh mein Gott. Gott, ich liebe Rosinenbrot. Die haben allgemein die geilsten Backwaren hier. Die haben nämlich immer so, hier so Müsli-Vollkornbrot. Auch mit Flocken drin und Rosinen. Sieht auch sehr geil aus. Was ist das? Achso, das ist das typische Brot hier. Mini-Stollen. Die haben immer so total Eierkocke. Oh Gott, was ist das für eine geile Scheiße? Das ist ganz weich, wie so Biskuit fühlt sich das an. Ja, ich weiß, ich dötsche überall dran rum, ich höre auf, es tut mir leid. Chinos Brioche. Mit Spinat. Also halt, die haben immer so richtig geile, schön weiche Backwaren. Man sieht aber auch hier an dem Regal, ist schon vieles weg. Dabei sind wir gar nicht so spät. Aber wahrscheinlich einfach, damit am Ende des Tages nichts übrig bleibt oder so. Hier kann man sich auch Frischsachen holen. Ja, hier so eine Focaccia. Und das gleich für zurück wäre eigentlich geil. So eine Focaccia mitnehmen. Erstmal weitergehen, vielleicht gleich. Hier kann man sie auch halt in Supermärkten Sachen mitnehmen. Und hinten, ich zeige es jetzt mal nicht, da hinten war so frische Abteilung und so. Deswegen Leute filmen ist halt immer schwierig. Donuts. Und hier ist auch die Käsetheke. Die Käsetheke. Ah, ich muss mal meinen Onkel anrufen, ob er wieder irgendeine Käse will. So, hier wird jetzt mal wieder fröhlich gemixt aus diesen riesigen Mixspendern hier. Schön bunt mit Sprinkles. Man kann sich einfach so einen Eimer hier voll machen mit verschiedenen Sachen. Jetzt hast du hier Auswahl. Kannst du ja auch. Richtig, auch hier Brownie pur. Das ist jetzt schon ziemlich voll. Ja, aber pass, hier, die hier kannst du noch machen. Trio Mix Cornflakes.
Leckere. Ja, dann irgendwas anderes. Das wurde gewogen oder wie war es nochmal? Nee, pro Packung, ne? Ja, ist ja voll. Ja, krass. Geil. Willst du das selber mischen? Ich könnte ja noch einen für euch mischen, vielleicht gerade für so ein Gewinnspiel, überlege ich gerade mal. Mache ich das doch einfach mal. Aber du. So, jetzt kommen wir mal zu eurem Bottich hier. Ich denke mir, Foodlauf-Leute sind die Besten und die Größten. Deswegen hauen wir hauptsächlich die großen Dinger da jetzt erstmal rein. Also, ihr seid die Größten, ne? So. So, und hiervon. Jetzt machen wir ein bisschen was Buntes natürlich auch rein, ein bisschen Gelb. Und ein bisschen Blau. Roter Beuch. Das sind eigentlich die geilsten. Mhm. Deswegen gibt es jetzt noch ein bisschen buntes Korn. Oder die machen wir hier auch noch ein bisschen. Da ist der. Jetzt gibt es noch die Cornflakes oben drauf. Und, nee, machen wir die noch. Die machen wir noch. Nee. So. Das ist jetzt persönlich von mir gemixt für euch. Der Deckel kommt drauf. Euch abgemixt von Foodlauf persönlich. Gibt es dann irgendwann mal zu gewinnen. Ja, also hier gibt es jetzt nicht unbedingt irgendwas Besonderes, halt einfach ist quasi das Milchregal, aber hier gibt es jetzt nichts sonderlich Erwähnenswertes, halt andere Verpackungen. Der gönnt sich aber heute hier so. Tatsächlich ist die Auswahl hier gar nicht, wer weiß, wie riesig und irgendwie größer als in einem Kaufland, aber das ganze Laden ist weitläufig, ja wobei doch ein bisschen mehr haben sie vielleicht schon, allein ein riesiges Regal voll mit Schokomel. Das finde ich auch sehr lecker, habe ich mir auch einen von mitgenommen, hatte ich mir schon mal gekauft. Preise tendenziell, wie gesagt, eher so ein bisschen höher als bei uns. Hier für so eine Eigenmarke 2,30, da kannst du bei uns das Markenprodukt kaufen. Alter. Wow. Das ist schon so. So Käse, Frischkäse, sehr geil. Trüffel Philadelphia. 2 Euro hier. Tony ist gerade im Angebot für 2 Euro. Ja. Also ich bin ja schon mal mit euch rumgegangen. Ne? Zumindest die, die damals meinem Kanal noch nicht gefolgt sind. Da könnt ihr nochmal schauen. Foodlove bei Albert Heijn oder sowas. Ich gehe jetzt hier nicht nochmal großartig durch jedes Regal. Aber wir gucken uns natürlich so ein bisschen was bei den Schoki an. Da haben sie ein paar nette Sachen, aber oh, ach guck mal, Starbucks-Kaffee-Kapseln haben sie ja auch. Aber auch jetzt nicht so bahnbrechend neue Sachen, die ihr nicht in irgendeiner Form kennt. Klar gibt es ein paar lokale holländische Marken oder niederländische Marken, eher gesagt. Ganz bekannt ist eben hier Johnny Doodle, da habe ich gerade was von mitgenommen. Hier Salty Caramel Fudge. Die gibt es hier auch als diese Fatschlinger eben. Ja, hier Lindt und sowas kennt man ja alles von uns. Schokolade, da haben wir einige von geholt, aber die fand ich eigentlich alle ziemlich enttäuschend, als ich das letzte Mal hier war. Curry Kokos, och nö. Mais Jalapeno, och nö. Sichuan Pfeffer Reiskrisp, och nö. Da ist mir alles so ausgefallen. Tonis hier ist gerade im Angebot, haben natürlich einiges hier. Johnny Doodle. Übrigens gerade der Wagen, der sieht schon relativ voll aus. Johnny Doodle haben sie hier, aber leider nur 3 Sorten. Leider nicht die weißen, das die geilsten sind. Ihr optischen Highlight, die Birthday Cake. Habe ich ja in Disneyland Paris getestet. Jetzt können wir nochmal zu den Süßigkeiten, zu den Weingummis gehen. Moment. Oh, das. Moment, ich gehe mal eben rüber. Bevor wir beim Weingummi sind, hier noch kurz um Kekse und sowas. Ist jetzt aber auch halt nichts bahnbrechend Neues. Hier gibt es einige Oreos, die man aber teilweise auch bei uns bekommt. Was mich sehr angemacht hat, war folgendes. Moment, zeige ich euch sofort. Da stehen gerade ein paar Leute vor. Hier. Das sind irgendwie so kleine Kuchenstücke. Und guckt euch das mal wieder an. Cookies and Cream. Biscuit Cake. So richtig massiv ist das Zeug. Auch hier mit. Sieht schon geil aus, oder?
kleine Küchlein hier überall. Eigenmarke von Albert Heijn. Ach so. Hier, sie hat was gefunden. Von Katja. Ist Katja wohl Katjes? Ja. Zomix. I love Veggie. Sehr schön. Was ich übrigens gerade auch sehr geiles gefunden habe. Raspberry Curd. Aber wir schauen uns die ganze Ausbeute später noch an im Video. Jetzt können wir schon... Ich muss noch kurz zu den Süßigkeiten, Weingummis. Willst du bei den Getränken eben schauen? Das will ich jetzt hier nicht kaufen. Hier für die Babys gibt es auch was. Wo war das denn? Hier? Nein. Nee, ich meine, ach, die Sweets, wo waren die denn? Bin ich jetzt doof? Die Weingummi und sowas. Ach, hier. Also für unterwegs halt. Red Band haben sie hier viel, wie bitte? Filmst du gerade? Ja. Red Band gibt es hier recht viel. Übrigens sehr geil. Da gibt es früher vom Kiosk noch diese Packungen mit englischen Weingummi oder auch mit den Smileys, aber die sehe ich jetzt hier gar nicht. Auch sehr kultig, die Pilze. Katja, stimmt, Katja ist Katjes. Fruchtgummibänder. Favorite Mix. Stäbchen. Das war es hier tatsächlich mit den Weingummis. So viel mehr gibt es hier nicht. Absolut kultig mit den meinen Liebsten. Ach, die Bananen. Nein, ich glaube, da muss ich eine Packung noch von mitnehmen. Mit Lakritz, wie schrecklich. Und hier ein ganzes Regal voll mit Lakritz. So, kurz zu den Getränken gehen. Was die so für geile Cracker hier haben, hier mit Erdbeeren, mit Rosinen, mit Schoki außen, so gefüllte Taschen, Äpfel. Ich habe überlegt, ich nehme hier von diesem Apfel was mit oder auch nehme ich Himbeere. Vielleicht nehme ich, nee, ich nehme Apfel mit. Oder hier auch, das ist natürlich die Eigenmarke, das AHA. Also die stehen auch so Cracker mit Süßkram drin. Vor allem Rosinen findet man, wie gesagt, sehr, sehr oft. Nice, nice. Guckt es euch an. So, wir gehen hier noch einmal kurz hier so an den Tiefkühlsachen vorbei, wobei ich euch das ja auch schon mal gezeigt habe, aber so ein kleiner Blick noch mal drauf, was es hier so gibt. Ist jetzt natürlich auch nur ein kleiner Ausblick. Hier natürlich sehr berühmt die Kroketten in den Niederlanden. Gefüllt mit Reis. Reisscheiben. Wie geil ist das denn? Wir können noch mal ein bisschen das andere Eis angucken. Ja, die Pizza habe ich auch schon mal getestet. Die Yes It's Pizza mit Spinatboden. Ich gehe jetzt nicht an jedem Regal lang. Scheiß drauf. Mal so ein bisschen gucken, was hier noch so gibt. Die meisten kennt ihr aber auch, ne? Häagen-Dazs haben wir jetzt hier nichts Neues. Peanut Butter Crunch, Salted Caramel. Guckt euch mal bitte diese kleinen Ben & Jerry's an. Ich meine, wie absolut, absolut, absolut scheiße. 72 Gramm 100 Milliliter für 2 Euro, beziehungsweise je nach Sorte 1,75 bis 1,99. Switch Up Fairway to Heaven. Boah, da freue ich mich am allermeisten drauf, ey. Wobei das eigentlich auch. Oh, sogar noch die 500 Milliliter Becher. Hooked on You, fantastisch. Oh, die haben noch Chunky Monkey. Oh, das wäre eigentlich. Wie nein. Nein? Wie? Die Veganen hier, aber da ist jetzt auch nichts Neues bei. Euphoria. Eigenmarke von Albert Heijn, niedrigkalorisches Eis, aber das kaufe ich nicht. Halo Top Birthday Cake haben sie auch hier unten, aber das kaufe ich auch nicht. Das kriege ich auch bei mir irgendwo. Was das denn geil ist. Eis in der Wurst. Tatsächlich, Eis in der Wurst. Du kannst das dann so aus der Pelle raus. Und von diesen kleinen nehmen wir auch noch mal ein, zwei mit.
Trophy Royale. Ach ja, und das da wollten wir. Ah, das zeige ich euch dann noch. Ich kann euch eigentlich... Malaga Eigenmarke. Malaga ist geil. Okay, Video ist voll. Wir gehen mal. Tachchen. Ja, zurück aus den Niederlanden. Und jetzt wollt ihr ja sicherlich auch sehen, was wir gekauft haben. Und das schauen wir uns an. Und bevor wir zum Eis kommen, was die meisten von euch vielleicht interessiert, die sind teilweise bei meiner Mutter gebunkert, deswegen zeige ich euch gleich einen Ausschnitt von meiner Mutter, wie ich es vorher eingepackt habe. Das habe ich letzte Mal bei Holland auch so gemacht. Schauen wir uns jetzt erstmal die anderen Sachen an. Und zwar kommen wir erstmal zu etwas für euch. Das habe ich euch ja im Video auch gezeigt, aber hier nochmal, was an euch auch demnächst mal verspielt wird. Original Zucker, Schokostreusel in vielen bunten Farben von Albert Heijn. Habe ich ja persönlich für euch zusammengemischt. Und ja, ich denke mal, das könnte ganz nice sein. Also es ist einfach so eine kleine Aufmerksamkeit von mir für euch. Das werdet ihr gewinnen können. Dann haben wir hier Katjes vegetarisches Fruchtgummi gekauft. In so Zoofarben und so. Zoomix. Immer so als Vergleich, 3 Euro. Hat 300 Gramm, hat nicht 3 Euro, hat gekostet. 300 Gramm hat gekostet... 1,89 Euro, also schon ein bisschen höher. Ich habe es gesagt auch im Video. Übrigens, entschuldige bitte, wenn ich so blass aussehe. Hier ist dunkel und ich habe gerade dieses Licht hier dran. Das ist so ein bisschen blau, also ich sehe sehr blass aus. Ich meine, das Leben hat mich eh gezeichnet, aber dass ich jetzt so blass aussehe, das liegt jetzt eher an dem Licht. Also ist ein bisschen teurer, die Lebensmittel da. Dann etwas, was ich mir noch kurz vor der Kasse gekauft habe, weil ich einfach so für die Fahrt was haben wollte. Solche Apfeltaschen. Absolut großartigste Shit. Richtig, richtig lecker. 6 Stück sind hier drin. Ich glaube, es hat gekostet 1,30 Euro oder irgendwie so. War jetzt nicht so teuer. Ich gucke mal gerade, wie lange die haltbar sind. Wenn sie lang genug haltbar sind. 30.08. Packe ich euch auch einfach mal eins in die nächste Geschenkbox. Kriegt ihr auch was ab. Wirklich saulecker. War ich sehr begeistert von. Dann die Puff-Eskalation. Also Puffwaffel-Eskalation, ja. Ich habe euch erzählt, ich kaufe die ja gerne mal zum Probieren und ich snack die manchmal auch so ganz gerne. Und die hatten so geile Puffwaffeln da, ja. Was denn? Ist doch so. Deswegen, von Albert Heijn, guckt euch mal bitte an, wie dick die sind. Die sind dicker als mein Daumen. So, also Puffwaffeln. Ich musste gerade mal kurz einen Schnitt machen. Guckt euch mal bitte an, wie dick die geschnitten sind. Die sind irgendwie so doppelt so dick wie die normalen. Richtig, richtig geil. Die habe ich hier mit Meersalz gekauft. Das sind Reiswaffeln. Die haben irgendwie aber auch nicht so viel gekostet. Die haben gekostet 65 Cent. Ja, hier haben wir die auch in Mais. 76 Cent. Auch die totale Eskalation dick geschnitten. Guckt euch das mal bitte an. Wie geil die aussehen. Einfach nur großartig. Ich freue mich riesig drauf. Das war es aber noch nicht alles. Wir eskalieren noch mehr. Und zwar mit Snack-A-Jack Chocolate Chip Flavor Puff-Eskalation mit Schokogeschmack. Richtig geil, 180 Gramm. Ja, aber auch so Puffwaffeln, wo so Schoki dran ist. Die sind ein bisschen teurer, so eine Marke wohl von denen. 1,79 Euro, aber da ist auch mehr drin, 180 Gramm. Oh, mega. Weiter geht's. Barbecue Paprika, auch von dieser Marke. Ist jetzt wieder ein bisschen leichter, weil hier ist wohl auch so Zucker-Dings dran. Die sind so ein bisschen dichter. Hier sind wieder locker mit Barbecue-Geschmack, aber auch von Snack-A-Jack. Richtig geil. Boah, ich freue mich so drauf, die zu probieren. Dann haben wir hier auch nochmal... Oh nein, die Tüte ist oben ein bisschen offen. Oh, die riecht ja voll geil nach... Oh, ich probiere jetzt ein. Die ist wohl irgendwie aufgegangen. Unterwegs. Das ist jetzt hier mit Käse. Oh. Oh. Oh, sieht auch so richtig schön dick geschnitten. Unten nichts. Oben drauf Käsetopping. Oh ja, wirklich lecker, schöner Käsegeschmack, sehr gut, gefällt mir. Dann haben wir eine Birne gekauft, dann, worauf ich mich auch mega freue, Raspberry Curd. Ihr kennt vielleicht Lemon Curd, das ist ja so eine Zubereitung mit Eier und Butter und Zitrone und das ist jetzt mit Erdbeeren. Das sieht zwar ein bisschen gruselig aus mit der braunen Farbe, aber ich glaube, das wird geschmacklich der Obershit. Das hat auch 4 Euro gekostet, solche Curds sind oft teurer. Das könnte sehr, sehr lecker werden. Dann Red Band Weingummis, 265 Gramm, 1,90 Euro. Ich liebe Red Band, weil die so schön hart auch sind. Bei
der Kamerafrau gab es die totale Schoko-Eskalation, wie man so schön sagt. Man hat ein paar Becher. Und da gekauft. Tony's Schokoloni. Und zwar einmal in der Sorte weiße Schokolade mit Hagelzucker, denke ich mal. Dann einmal in der Sorte Zitrone und Mohncrumble. Also mal was ganz Außergewöhnliches. Das könnte sehr, sehr geil sein. Und Kanel, was waren das nochmal? Habe ich schon wieder vergessen. Zimt. Zimt, genau. Zimt-Biscuit-Schokolade. Also auch sehr geil. Die Tonys sind ja die Schokoladen aus den Niederlanden. Die waren im Angebot. Die waren im Angebot für 1,99 Euro. Da haben wir hier für euch, dachte ich mir, ihr wisst ja, wenn ich irgendwo hingehe, hole ich immer gerne Eigenmarken, weil man das nur da bekommt. Ein Pancake-Mix. Entschuldigung, ich glaube, ich habe meinen Puffreis verloren. Ein Pancake-Mix. Weil es eben Holland ist, Pancakes. Ich habe euch einfach so einen Pancake-Mix von Albert Heijn für das nächste Gewinnspiel noch mitgebracht. Packen wir da auch mit rein. Dann, das hier fand ich sehr geil. Salty Caramel Fudge von Tony's Chocoloni. Richtig lecker. Von Johnny Doodle. Von Johnny Doodle. Ja, halt so gesalzener Karamell Fudge. Fudge ist ja allgemein, glaube ich, auch meistens Karamell eigentlich schon, oder? Das ist jetzt eben gesalzener Karamell. Hatte ich mal von der ISM 2019. Morgen geht es zu ISM 2020. Und habe ich mir jetzt hier eine Packung von besorgt. Eine Packung Biomilch habe ich noch gekauft, weil ich einfach keine Milch mehr hatte. Haben wir nochmal so Streusel gekauft. Hier, meine Freundin hat sich noch so XXL Streusel mit Buchstaben gekauft. Kann man die sehen, die Buchstaben? Auch so von Albert Heijn. Eine Burg haben wir gekauft, die zeige ich jetzt nicht. Und hier noch so ein Joghurt-Erdbeer-Drink. Den hatte ich mal so als kleine Päckchen. Der ist wirklich lecker. Den habe ich jetzt auch noch gekauft. Und ich glaube, das war's. Ja. Ach ja, jetzt kommen wir zu den Eis. Stopp. Mhm. So, kommen wir zu den Sachen, die jetzt hier in den Eisschrank teilweise gebunkert werden müssen bei meiner Mutter, weil ich nicht genug Platz habe. Das gehört jetzt aber nicht dieser Hüttenkäse hier zu. Den nehme ich mit nach Hause. Das hier war gekühlt. Kleines Hertog Karamell, also sowas wie Cremissimo, ist das eine holländische Marke. Eiswürfel für die Lagerung, dann hier Karamell Cheesecake, auch wie Cremissimo so eine Art, sieht auch eigentlich ganz gut aus. Hat jetzt die Stunde 20 Minuten ungefähr ganz gut überstanden. Boah, die Eis in Bombe gefroren noch. Dann hier Baked Alaska von Ben & Jerry's. Dann Fairway to Heaven von Ben & Jerry's, richtig geil noch gefroren. Wir haben so einen Gouda hier gekauft. Dann Hooked on You von Ben & Jerry's. Dann noch ein Baked Alaska. Und das Lotus Speculus. Das ist nur an einer Seite ein bisschen angetaut. Wahrscheinlich da, wo kein Eis war. Und hier nochmal richtig steinhart noch gefunden. Boah, so gut habe ich noch nie Eis hier rüber bekommen. Das Fairway to Heaven. Zwei Beutel Eis. Hat funktioniert. Rest gucken wir uns gleich an. Ja, ihr habt jetzt gerade das Eis-Video gesehen. Sind wirklich sehr gut diesmal angekommen. Vielleicht lag es daran, dass ich zwei Eisbeute genommen habe, unten einen, oben einen und alles sehr dicht auch gepackt war. Ich war super angekommen. Da, wo das Eis am Rand der Isoliertasche war, da ist es ein bisschen weicher geworden, aber nach einer Stunde und Viertelstunde ungefähr Fahrt völlig in Ordnung. Ja, also wirklich schöne Sachen. Gerade die Eis bin ich sehr gespannt drauf. Und ich würde sagen, ihr werdet davon auch was mitbekommen, ob die lecker sind. Und das soll es gewesen sein. Foodlog war in Holland. Ihr wart mit dabei. Und von der ISM morgen wird es natürlich auch Berichte geben. Beziehungsweise für euch vielleicht heute, je nachdem, wann ich das Video hochlade. Ich danke euch fürs Zuschauen. Gerne könnt ihr mir Kommentare noch schreiben, was ihr aus Holland auch, was euch von den Sachen hier interessiert, was ihr euch gekauft hättet. Ich habe eine Infofrage auch bei Instagram gemacht. Da muss ich nochmal kurz schauen und das so ein bisschen teilen. Ich bin gespannt. Ich danke euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao.